Hallo Freunde, es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich mich das letzte Mal per Videobotschaft bei euch gemeldet habe. Deswegen dachte ich, es wurde mal wieder Zeit. Ich glaube, das letzte Mal war der Neujahrsgruß von Jules und mir in Funktion als Mogeltrolle, also unser Neujahrsgruß vom Jahr 2019 in das Jahr 2020 hinein. Das ist ja nun auch schon ein bisschen her und ich dachte mir, ich halte euch mal so auf dem Laufenden, wie es momentan um die Berra-Chroniken bestellt ist. Der letzte Band oder der aktuellste Band noch, Das Auge von Vinosal, ist ja nun bereits 2 Jahre alt, hat den Auftakt einer neuen Reihe begründet, nämlich das fünfte Zeitalter, und behandelt ja quasi den Handlungsstrang der Elfen, der Gruppe der Elfen, die nur in Band 1 der Berra-Chroniken, Blutlinie der Götter, vorkommen. Ich habe sie da aus den restlichen 3 Bänden ja rausgelassen. Und einige haben mich dann gefragt, was ist denn eigentlich aus denen geworden? Und ich hatte sowieso einige Ideen und so habe ich mir dann überlegt, okay, ich fange eine neue Buchreihe an, weil ja die eigentlichen Berra-Chroniken für mich nach dem Dunkelgott abgeschlossen waren. Und so habe ich ja dann Das Auge von Vinosal geschrieben. Und beim Schreiben selber war es dann auch schon wieder so, dass ich gemerkt habe, die Ideen bzw. die Zeitspanne, die ich da umfassen möchte und die Erzählung, die ich da umfassen möchte, ist einfach zu groß für einen Roman. Also dachte ich, okay, es wären mindestens 2. Nach meinem bisherigen Gefühl werden es 3, vielleicht sogar wieder 4 werden. Aber euch interessiert vielleicht eigentlich das, was am aktuellsten ist, nämlich Band 2 dieser Reihe. Den Titel werde ich euch noch nicht verraten. Aber zum Stand kann ich sagen, das Buch ist fast fertig geschrieben. Es fehlen noch ein paar letzte Kapitel, für die die Ideen allerdings auch schon da sind. Also wie diese Kapitel inhaltlich und thematisch aufgebaut sein werden, das weiß ich im Prinzip schon. Ich habe mich jetzt aber kürzlich, vor ein paar Tagen genau genommen, dazu entschlossen, erstmal wieder zurückzugehen zum Anfang und das Buch nochmal ganz von Anfang an aufzuarbeiten, durchzugehen, vielleicht ein paar Lücken zu füllen, ein paar lose Fäden aufzunehmen, vielleicht auch das eine oder andere rauszustreichen. Das hat ganz einfach den Grund, wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich jetzt schon sehr lange an dem Buch geschrieben, immer wieder mit längeren Pausen dazwischen. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass das Jahr 2020 vielen von uns bei vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bei mir war es weniger das Offensichtliche, die Corona-Pandemie, die mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sondern einfach der Umstand, dass ich privat, also genau genommen gesundheitlich, ein paar Schwierigkeiten hatte, die sich über Monate immer wieder verlängert haben, gezogen haben, konnte ich leider nichts dran ändern. Jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt kann ich wieder auch in meiner Schreibertätigkeit wieder aktiv werden, habe ich nochmal so einen Dämpfer gekriegt. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail eingehen irgendwie und will auch gar nicht großartig rumlamentieren. Einfach nur mal so, um für euch das zu verdeutlichen. Also es hat bei weiß Gott nicht an Mangeln von, oder an, es war nicht der Mangel von Ideen oder ein Mangel an Lust, sage ich mal, der jetzt die Fortsetzung so lange auf sich warten lässt, sondern einfach eben Umstände, auf die man keinerlei Einfluss hat. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe bald quasi dann mit der ersten Überarbeitung fertig zu sein, die vielleicht auch die einzige Überarbeitung sein wird. Ich bin da sehr genau, also wer mein erstes Buch oder die ersten mehreren Bücher vielleicht auch gelesen hat, weiß ja, dass grammatikalisch und orthografietechnisch, interpunktionsmäßig und wie auch immer es da sehr, sehr viele Makel gab, die sich aber im Lauf der Bände, wie mir auch eben von den Lesern bestätigt wurden, deutlich verbessert hat. Und mittlerweile bin ich da einfach auf einem Niveau, wo ich mir sehr viel Zeit beim Überarbeiten nehme, die Sätze nochmal umbaue und eben auf Grammatik und Interpunktion mehr achte. Denn es hat sich, wie ihr euch denken könnt, in der Zwischenzeit auch nichts geändert. Ich habe weder einen Verlag noch ein Lektorat. Das heißt, ich mache alles komplett in Eigenregie. Was natürlich dazu führt, dass man seinen Blick auf sehr viele Dinge haben muss. Das heißt, ich kann mich nicht alleine nur rein auf die Geschichte konzentrieren. Ich muss mich auch gleichzeitig auf die Aufmachung konzentrieren und so, wie das Ganze dann später technisch verarbeitet wird. Aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, nur mal für euch die Info. Die Arbeit an Band 2 von die Berra-Chroniken, das fünfte Zeitalter, läuft. Und als kleine Entschädigung dafür, dass ihr da schon so lange drauf warten müsst, habe ich jetzt noch eine kleine Leseprobe für euch, und zwar den ersten Absatz des ersten Kapitels des Buches. Dazu setze ich jetzt mal meine Brille auf. Und in diesem Zusammenhang kann ich dann gleich sagen, ich werde gerade bei Lesungen, wurde ich dann öfters angesprochen, ach, du bist Brillenträger. Man sieht dich ja sonst gar nicht mit Brille. Das ist richtig.
Denn meine persönliche Eitelkeit verbietet es mir, die Brille die ganze Zeit zu tragen. Also das ist einfach so. Da bin ich zu eitel für. Alle Brillenträger da draußen, die vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, eigentlich zwischendurch ihre Brille abzusetzen und dies nicht tun. Ihr habt meinen allergrößten Respekt. Da bin ich einfach zu eitel für, anstatt dass ich die im Alltag den ganzen Tag trage. Obwohl es vielleicht sogar besser wäre. Man soll ja seine Augen entsprechend schonen. Obwohl andere auch sagen, man soll seine Augen nicht zu sehr in die Brille gewöhnen. Und meine Augen sind im Laufe der Jahre besser geworden. Also die neue Brille ist vom letzten Jahr und ich habe mich um ungefähr ein halbes Dioptrien verbessert. Aber das nur mal am Rande. Gut, aber jetzt für euch die kleine Leseprobe aus. Jetzt hätte ich beinahe den Titel des Buches verraten, aber das mache ich noch nicht. Nein, nein. Für euch eine kleine Kostprobe vom neuen Buch der Berra-Chroniken, das fünfte Zeitalter, Band 2. Nennen wir jetzt das einfach. Manchmal wartet die Welt auf eine Veränderung. Sie sehnt sich danach, sie verlangt danach. So als würde sie in einem Meer aus Stillstand ertrinken, wenn die Winde der Erneuerung sie nicht davor bewahren würden. Was als Beständigkeit beginnt, wandelt sich irgendwann in Trägheit. Wie ein gelangweilter Adliger, der auf einem samtenen Tagesbett liegt, sich von Bediensteten die Speisen den Hals stopfen lässt und dabei jeden Tag fetter wird und gelegentlich einen Untertan hinrichten lässt, um der Eintönigkeit wenigstens für ein paar Augenblicke entfliehen zu können, liegt die Welt in einem Bett aus Gleichgültigkeit und hofft auf ein Ereignis, welches sie aus diesem Zustand befreit. Ja, das ist der erste Absatz des neuen Buches. Klingt vielleicht ein wenig schwer, wenn man es jetzt so nur hört oder so nur liest, aber ist natürlich einfach nur mal eine leicht dramatische Einleitung mit dem hoffnungsvollen Versuch, durch verschiedene Gleichnisse vielleicht literaturwissenschaftlich betrachtet intelligenter zu wirken, als man eigentlich ist. Nein, es ist einfach das, was ich mir dachte, so es passt. Ich kann euch auch die Überschrift dieses ersten Kapitels nennen, das heißt Veränderte Welt. Und wer das erste Buch dieser Reihe gelesen hat, der weiß, worauf das anspielt. Und da dachte ich mir einfach, da braucht man noch etwas, was dem Ganzen gerecht wird. Weil thematisch geht es ja unter anderem darum, dass quasi diese ganze Welt der Elfen in einem massiven Wandlungsprozess ist. Und solch eine Geschichte kann man nicht einfach nur beginnen mit "Es war einmal" oder so ähnlich. Und deswegen brauchte ich etwas, wo ich persönlich der Meinung war, die Wortwahl wird dem gerecht, welches Ausmaß da quasi betroffen ist. Aber auch da möchte ich jetzt gar nicht weiter großartig ins Detail reingehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Für diejenigen, die das Auge von Wiener noch nicht gelesen haben, beeilt euch. Es gibt nur noch wenige Exemplare zu bestellen über meine Homepage www.elre.de oder bei eBay auch zu finden. Einfach eingeben, das Auge von Wiener Sal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin der einzige eBay-Shop, der das Buch da anbietet. Ansonsten könnt ihr es euch natürlich auch als E-Book besorgen über die gängigsten Plattformen, sage ich jetzt einfach mal, was beispielsweise Amazon Kindle ist oder Google Play oder Tolino oder Kobo beispielsweise. Der iTunes Store irgendwie hat das Teil auch. Also sehr, sehr viele Online-Stores. Und für den Fall, dass ihr in der glücklichen Lage seid, Hannoveraner zu sein oder mal Hannover in nächster Zeit zu besuchen, gibt es auch ein Geschäft in Hannover, das das Buch momentan im Verkauf hat und das ist Comics in der Goseriede. Da bekommt ihr es auch. So, das war es jetzt aber endgültig von mir. Ich bedanke mich bei euch und tschüss, bis bald.